Heute zeigen wir euch ein neues T-Shirt zu Herr der Ringe. Wir sind ja der Elbenwald, wir haben ja mit Herr der Ringe angefangen und das Shirt kommt aus unserer Eigenproduktion, das heißt, das gibt es nur hier. Die Filme sind jetzt zwar schon 14 Jahre her, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht neues Merch machen können. Und ich weiß, ihr fragt ja auch immer danach. Und das ist unser neues T-Shirt zum einen Ring. Wie ihr sehen könnt, ist hier in der Mitte das Auge Saurons, des dunklen Herrschers, der den Ring einst geschaffen hat. Und zwar im Jahre 1600 des zweiten Zeitalters oder im 16. Jahrhundert, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Und einmal ringsherum befindet sich natürlich der Schriftzug, der auch in den Ring eingraviert ist. In elbischen Schriftzeichen, aber in der schwarzen Sprache Mordors. Ins Deutsche übersetzt steht dort in etwa: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und da das ganze Thema natürlich auch schön düster ist, ist das T-Shirt ansonsten auch in Schwarz gehalten. Wenn ihr euch mal wegen der Größe nicht sicher seid, könnt ihr das Shirt natürlich gerne in einen Store vor Ort bestellen und dort anprobieren. Ich trage das gerade in S, ich trage normalerweise auch S, aber ich muss zugeben, unter den Achseln wirkt es doch ein bisschen eng, das heißt, es könnte vielleicht insgesamt ein bisschen kleiner ausfallen, deswegen sichert euch vorher lieber nochmal ab und seid dann nicht unzufrieden, wenn ihr merkt, Mensch, das passt doch gar nicht. Notfalls könnt ihr es natürlich bei uns auch immer wieder umtauschen.